Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist die Schönste im ganzen Spessartland? Die Schönste im ganzen Spessartland wart und bleibt Schneewittchen nach wie vor. Wenn ihr sie finden wollt, dann hier in Lohr. Schneewittchen scheint noch immer im Spessart unterwegs zu sein. Ich mache mich also auf die Suche. Meine Suche beginnt vor dem Lohrer Schneewittchenschloss. Hier soll Schneewittchen aufgewachsen sein und lange gelebt haben. Da gehe ich jetzt mal rein und hoffe auf ein paar nützliche Hinweise. Im Schloss erfahre ich, wie die Schneewittchensaga im Jahre 1986 zum Märchen der Stadt Lohr wurde. Neu interpretiert von drei Lohrer Herren unter einem Spiegel im Weinhaus Mehling. Historisches Vorbild der Märchenfigur? Maria Sophia Margareta von Erthal, die 1725 im Lohrer Schloss geboren wurde und nach dem Tod ihrer leiblichen Mutter unter ihrer herrschsüchtigen Stiefmutter leiden musste. Mein nächster Anlaufpunkt ist damit das Weinhaus Mehling. Auf dem Weg dorthin stelle ich fest, Schneewittchen hat im Spessart so einige Spuren hinterlassen. An der Geschichte scheint also wirklich etwas dran zu sein. Meine Suche geht jetzt also in der Lohrer Innenstadt weiter. Hallo, ich bin auf der Suche nach Schneewittchen und ich habe gehört, dass die Geschichte rund um Schneewittchen und Lohr hier in Ihrem Weinhaus entstanden sein soll. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Das ist bei uns an einem Stammtisch entstanden. Ich kann es Ihnen gerne mal zeigen, wenn Sie möchten. Ja, das wäre super. Okay. In seinem Weinhaus zeigt mir Matthias Mehling den Ort, an dem alles angefangen hat. Mit ein paar Gläsern Wein und etwas Fantasie wurde die Stadt Lohr an diesem Stammtisch zur Schneewittchenstadt. Das Schloss, die Königstochter und die böse Stiefmutter als eindeutige, märchenhafte Hinweise auf die Originalerzählung. Also hier ist jetzt das Schneewittchen entstanden, die Geschichte. Und wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen dann auch mal, wo das Schneewittchen heute zu finden ist. Das wissen Sie? Ja, okay. Hier in Lohr ist sie zu finden. Kann man sie anschauen? Da komme ich gerne mit. Da wäre meine Suche deutlich schneller beendet als gedacht. Das klingt super. Okay, dann machen wir das. Gucken wir mal. So, da haben wir das Schneewittchen. Das Schneewittchen, das habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Wo sind denn die roten Lippen, wo sind die schwarzen Haare, wo ist die blasse Haut? Ja, das haben sich viele Lohrer auch anders vorgestellt. Aber der Künstler der Hewittstadt wollte da wohl nicht ganz so dem Schönheitsideal entsprechen. Aber mittlerweile haben sich die Lohrer daran gewöhnt. Im Volksmund heißt es jetzt Horrorwittchen. Und wir sind ja deutschlandweit bekannt geworden damit. Also ich muss sagen, das Lohrer Schneewittchen hat mich jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Aber ich gebe meine Suche noch nicht auf, denn wo ein Schneewittchen, da können ja auch die sieben Zwerge nicht weit sein. Ich schaue jetzt mal, ob ich die finden kann und vielleicht gefallen mir die ja besser. Und dafür folge ich dem sogenannten Schneewittchenweg. Ein insgesamt 35 Kilometer langer Wanderweg quer durch den Spessartwald. Auf dieser Route soll Schneewittchen vor ihrer bösen Stiefmutter zu den Zwergen geflohen sein. Ah, ich sehe gerade, da vorne ist jemand. Vielleicht haben die einen Tipp für mich. Ich gehe mal fragen. Hi ihr zwei, ich bin auf der Suche nach den sieben Zwergen. Könnt ihr mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen? Ja, die sind aber allerdings gerade nicht da. Aber wir kennen die ganz gut. Die haben uns nämlich das Rezept von Schneewittchens Schönheitstrunk verraten. Und wir sammeln hier gerade die Zutaten dafür. Und wenn du Lust hast, kannst du mit uns mitkommen, dann zeig mir dir mal, wo wir unseren Gin brennen. Oh, das klingt verlockend, da bin ich dabei. Ja, die echten sieben Zwerge werde ich heute wohl auch nicht treffen, aber ich habe zwei Ersatzzwerge gefunden und die haben sogar das Originalrezept für den Schneewittchen-Schönheitstrunk. Und da gehe ich jetzt doch mal mit und probiere den mal. Bevor es in Richtung Brennerei geht, sammeln Fabian und Markus eine ganze Kiste voller Douglasiennadeln. Die brauchen wir anscheinend für den Schönheitstrunk. So, ich bin jetzt mal mit meinen zwei Zwergen mitgekommen zu der Brennerei. Okay. Da hinten entsteht nachher der Schneewittchen-Schönheitstrunk und wie das genau passiert, das schaue ich mir jetzt mal an. So, was machen wir jetzt mit unseren Nadeln, die wir vorhin gesammelt haben? Jetzt zupfen wir die ab, am besten einfach gegen die Richtung abziehen und legen das dann in Alkohol ein. Das machen wir, um den Spessart einfach ein bisschen geschmacklich in unserem Gin einzufangen. Okay. Gemeinsam mit heimischen Äpfeln, Zitronen und Wacholderbeeren landen die Nadeln schließlich im Brennofen. Die Zutaten werden erhitzt und der Alkoholgehalt steigt auf bis zu 88%. Für die perfekte Wirkung wird der Gin anschließend verdünnt und der Alkoholanteil auf 44% reduziert.
Nach einer Lagerzeit von 3 Wochen ist der Schneewittchen-Gin einsatzbereit. Der Gin ist die Grundzutat für den Schönheitstrunk. Um seine Wirkung garantieren und intensivieren zu können, fehlen allerdings noch ein paar Zutaten. Die landen jetzt im Glas. Ja, auch wenn ich das echte Schneewittchen heute nicht getroffen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es einst hier gelebt haben muss und ganz viele märchenhafte Spuren rund um Lohr hinterlassen hat. Wenn Sie ein bisschen Märchenluft jetzt auch schnuppern wollen, dann ab in den Spessart. Und vielleicht haben Sie ja mehr Glück und treffen sogar das echte Schneewittchen. Für mich gibt es jetzt den versprochenen Schneewittchen-Schönheitstrunk. Eine Haut so blass wie Schnee, Haare so schwarz wie Ebenholz und Lippen so rot wie Blut. Ich bin gespannt, wann die Wirkung einsetzt. Wow. Thank you.